entscheiden die Fraktionen selbst, welche Redner und Rednerinnen sie hier wählen. Bitte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, so ist das. In der AfD-Fraktion entscheidet tatsächlich die AfD-Fraktion, wer für die AfD-Fraktion spricht. Weder die SPD noch trotz Sims Dezember ist der Weihnachtsmann oder der Papst, das entscheiden ganz alleine wir. Ja, Herr Siebels, also wir blicken jetzt auf 3 Tage Haushaltsberatung hier im Plenum zurück, aber auch auf Monate der Haushaltsberatung in den Ausschüssen. Und ich möchte deshalb als allererstes mal meinen Dank richten an die Mitarbeiter der Landesverwaltung, ganz besonders natürlich die Betreuerinnen und Betreuer der Ausschüsse und den GBD. Vielen Dank, Sie haben uns da unheimlich weitergeholfen. Das ist, meine Damen und Herren, unser echter erster Haushalt und ich gebe das ganz offen zu. Und im Übrigen, diese Selbstkritik gehört zur DNA der AfD. Das waren für uns Lehr- und Wandermonate, die wir ganz selbstkritisch in der Fraktion besprechen werden, daraus lernen werden und wir werden besser werden. Keine Sorge. Wir haben ganz am Anfang bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs durch die Landesregierung kritisiert, dass uns was fehlt. Wir haben gesagt, uns fehlt die Darstellung der Risiken und wollten keinesfalls, dass wir hier in Niedersachsen die Dopik anwenden und den Haushalt auf ein bilanzielles System umstellen oder so. Aber wir haben schon bemängelt, dass es in dem Haushalt überhaupt keinen Anhang gibt, wo zum Beispiel Risiken der Zukunft dargestellt werden können. Beispiele hierfür sind schon genannt worden. Ich will das trotzdem noch mal machen. Wir haben im Moment auf jeden Fall das Risiko der Nord-LB, das sich zu verdichten droht und gar nicht mehr so ganz sicher ist, ob da kein Steuereuro reingeht. Dann haben wir das, was sowieso immer im Haushalt drin ist, Pension für unsere Landesbeamten. Auch da kein Anhang im Haushalt. Und schließlich jetzt ganz vor kurzem das Urteil zur Beamtenbesoldung, was natürlich auch für den Haushalt ein Risiko ist. Hier wünschen wir uns für die Zukunft mehr Transparenz. Und die kann erzeugt werden, natürlich über Anfragen der Opposition. Aber das kann nicht der Anspruch einer Landesregierung sein. Hier sind Sie aufgefordert, Herr Minister, uns transparent darzustellen, welche Risiken diesen Haushalt innewohnen. Ich möchte das Thema Transparenz und Risiko noch mal aufnehmen und ganz kurz auf die Marienburg eingehen, die ja, warum auch immer, der Schwerpunkt der Haushaltsrede hier der Grünen war. Die Marienburg sollte ja so der Plan in eine GmbH überführt werden und entgegen aller Beteuerung wäre es natürlich so gewesen, dass das Risiko in dieser GmbH drin gewesen wäre. Das ist doch völlig klar. Wir werden aber mit Spannung beobachten, wie sich das jetzt entwickelt mit der Marienburg, denn in der Beratung im Ausschuss wurde ja immer wieder beteuert, dass es um das Bauwerk ging und dass es erhaltenswert sei. Und das gilt natürlich nach unserem Dafürhalten nach wie vor, unabhängig davon, wer jetzt der Eigentümer ist. Wir haben ja schon durchschimmern gehört, dass möglicherweise ein Eigentümerwechsel gerichtlich noch herbeigeführt wird. Das ändert an unserer Einstellung dazu nichts, weil es ums Gebäude geht und nicht um den Eigentümer. Das wird also noch ein hochspannender Fall. In diesem Zusammenhang möchten wir mal darauf hinweisen, dass diese Marienburg, ob jetzt gerechtfertigt oder nicht, in einem Spannungsfeld zwischen Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft steht. Die Öffentlichkeit oder das Interesse der Öffentlichkeit ist einerseits natürlich mit diesem Adel irgendwie zusammenhängt, andererseits aber auch mit dem, was, ich sag mal, in der Peripherie der Marienburg vor Jahren passiert ist, nämlich die Veräußerung der Wertgegenstände. Wenn man jetzt immer wieder bemängelt, Herr Ministerpräsident, dass sich die Gesellschaft spalte und man hier ein Spannungsfeld sieht, was sich auftut, ob jetzt berechtigt oder nicht. Ich finde, das wird zu hoch gehängt. Aber offensichtlich ist es so, dass das viele andere, unter anderem die Grüne Landtagsfraktion, aber auch die Öffentlichkeit anders sehen. Dann möchten wir daraus eigentlich eine Konsequenz gezogen wissen, und zwar, dass sie das zur Chefsache machen und nicht den Ministern überlassen. Denn hier bedarf es eines Machtworts. Hier wollen wir Sie also in Zukunft sehen, wie Sie sich die Marienburg unterschnallen und eben gegen die Spaltung der Gesellschaft, die auch an solchen Kleinigkeiten sich manchmal auftut, vorgehen. Chefsache wäre aus unserer Sicht auch gewesen die Tilgung von Altschulden. Ich hätte das ausführlich dargelegt. Wir haben 60 Milliarden auf der Uhr. Niedersachsen hat damit die dicke, fette, rote Laterne, auch im Vergleich der Bundesländer. 25 Milliarden davon sind binnen 24 Monaten fällig. Das heißt, die Kreditstruktur, die Architektur der Kredite ist in Niedersachsen nicht vergleichbar mit Ihrem Privathaushalt, den Sie möglicherweise ein Häuschen abzahlen oder so. Das darf man nicht verwechseln. Das ist ganz wichtig zum Verständnis der Sache. Dieses hohe Zinsänderungsrisiko wirkt sich nicht nur auf kommende Generationen aus, sondern kann wegen der 24 Monate selbst in dieser Legislatur schlagend werden. Wir gehen immer alle davon aus, dass eine mögliche Zinssteigerung sachte und sanft kommt und sich ankündigt. Meine Damen und Herren, das ist keinesfalls gesetzt. Das kann auch völlig anders kommen. Ich fordere die Landesregierung nochmal dazu auf, sich hier besser aufzustellen. Ich möchte bei der Tilgung nochmal einen politischen Aspekt ansprechen, dem das Ganze innewohnt. Wir haben hier eine große Koalition und einen unheimlich großen zeitlichen Abstand zu den nächsten Landtagswahlen. Das bedeutet, Sie hätten mit dieser stabilen Mehrheit und mit dem großen Abstand zur nächsten Landtagswahl die Möglichkeit zu tilgen, ohne dass Ihnen das der Wähler in 4 Jahren, es sei denn, Sie wollen früher abdanken,
noch wirklich böse und übel nehmen würde. Und das ist eine ganz entscheidende Geschichte, weil wir wissen auch, dass das unbeliebt ist, Schulden zu tilgen. Es gibt quasi keine Lobby für diese Schuldentilgung. Nimmt man mal jetzt den Bund der Steuerzahler ab. Ein anderer Aspekt ist, dass es einen Wandel im Parteiensystem gibt. Ja, wir hatten früher ein bipolares Parteiensystem mit zwei großen Volksparteien. Das ist vorbei. Ob Sie das jetzt wollen oder nicht, das ist zu Ende, zumindest für den Moment. Wir bewegen uns Richtung fluides Fünf-Parteien-System, möglicherweise mehr. Ich gehe davon aus, dass bei Landtagswahlen in 4 Jahren hier noch eine 6. Partei drin sitzt, relativ sicher auf der ganz linken Seite. Unter solchen Verhältnissen kriegen Sie keine stabilen Mehrheiten zusammen, um überhaupt eine Tilgung anzugehen, weil dann nämlich die Partikularinteressen noch feiner sind und Sie einfach gar nicht mehr die Macht dazu haben, zu tilgen. Deshalb ist das jetzt wichtig. Die FDP hat hinsichtlich dieser Tilgung eine eigene Kampagne gefahren. Wir haben hier vor dem Landtag einen LKW gesehen und auf dem Weihnachtsmarkt haben Kräfte der FDP, oder ich meine es zumindest, dass die von der FDP sind, Flyer verteilt, die also nochmal die Wichtigkeit dieser Tilgung hervorgehoben haben. Auch die Grünen hatten eine Tilgung in ihrem Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf. Wir ohnehin, bei uns liegt Haushaltskonsolidierung in der DNA der Partei. Wenn Ihnen eine derart heterogen aufgestellte Opposition von den Grünen bis an den ganz äußerst rechten Rand hier, die AfD, als gemeinsames und verbindendes Element eine Tilgung von Altschulden anträgt, sehe ich das als Ihren politischen Auftrag, das aufzunehmen. Das kann nicht so unwichtig sein. Und das ist auch eine Stimme, die Sie hier einfach haben verhallen lassen. Dr. Birkner hat das eben völlig richtig ausgeführt. Bei allen Beteuerungen und Haushaltsresten und so weiter. Im Haushalt 2019 wird überhaupt nichts getilgt im Moment. Die Einlassung des Finanzministers lassen aber hoffen, ja, Schuldenbremse in die Verfassung und so weiter und so fort. Uns geht es da um eine Verstetigung, also nicht um eine Zufallstilgung, die hier im Moment gegebenenfalls mal irgendwann vielleicht gemacht wird, sondern darüber, dass das verstetigt und strukturiert stattfindet. Für den Moment gilt, Herr Minister, Chance vertan. Und sonst, ja, bei dem Volumen ist klar, dass nicht jeder Euro falsch ausgegeben wurde, zumal ja große Teile des Haushalts determiniert sind von Ausgaben, die man einfach gar nicht lassen kann. Auch die politische Liste, das will ich ganz deutlich sagen, enthält zustimmungsfähige Punkte. Dennoch, uns fehlt der rote Faden. Aus unserer Sicht haben Sie eben keine Schwerpunkte gesetzt, sondern Schwerflächen. Ich glaube, wenn wir jetzt 10 Abgeordnete der SPD und 10 Abgeordnete der CDU fragen, was ist eigentlich der haushaltspolitische Schwerpunkt gewesen, kriegen wir 21 Antworten. Das kann so nicht sein. In Zeiten voller Kassen müssen Sie einen Schwerpunkt bilden. Und das hätten wir uns sehr doll gewünscht. Im Übrigen hat man diese Spannung in der Großen Koalition gerade beim Thema Grundsteuer heute noch mal gesehen. Das war eine ganz interessante Sache. Das ist nämlich eine sehr grundsätzliche Frage, wie diese Grundsteuer ausgestaltet wird. Und die lässt tief blicken in die Politikfelder. Und ich bin sehr gespannt, wie das hier noch vorangeht und wünsche dem Minister alles Gute und eine Handbreit Wasser unterm Kiel, das mit der SPD durchzuziehen. Ja, neben unserem Schwerpunkt der Tilgung haben wir Ihnen weitere attraktive Angebote gemacht. Ich nenne nur einige Beispiele. Wir waren die einzige Fraktion, die die Anstellung des Sicherheitspersonals beim Landtag beantragt und, ich weiß, Sie hatten das auch drin, Herr Wenzel, seriös hinterlegt hat. Wir haben deutlich gemacht, dass wir die Inklusion für gescheitert halten. Ich sage das ganz offen. Der Ansatz im Haushaltsplanentwurf, in unserem Änderungsantrag, war sehr forsch. Das ist einer der Punkte, die wir sicherlich nächstes Jahr anders machen würden. Aber unser Ansatz ist, denke ich mal, klar. Wir halten die Inklusion in ihrer jetzigen Form für ein gescheitertes Modell, weil die Zielerreichung über diesen Weg, den Sie da gehen, nicht gelingen kann. Oder unser Ansatz im Haushaltsplan, im Einzelplan 05, der eben kein Ausdruck sozialer Kälte ist, sondern, und der Kollege Bothe hat das ganz besonders ausführlich dargestellt, positiv für die Schwächsten dieser Gesellschaft ist für die Obdachlosen. Und Sie werfen uns ja immer vor, wir seien ausländerfeindlich, was ich im Übrigen einen unfassbaren Vortrag finde. Ja, ernsthaft, weil Sie setzen da was gleich, was nicht gleich ist. Wir sind nicht ausländerfeindlich und ein ganz großer Anteil dieser Obdachlosen ist nämlich mit Migrationshintergrund oder wie Sie es nennen wollen. Und für die haben wir uns hier in unserem Änderungsantrag eingesetzt und das haben Sie eben abgelehnt. Das lässt tief auf Ihr Politik- und Menschenbild blicken. Oder in den Einzelplan 11, wo unser Kollege Emden, ehemaliger Richter, Sie dazu aufgefordert hat, mehr zu investieren in Sicherheit an Gerichten und ganz deutlich gemacht hat, dass Personal einstellen auf jeden Fall wichtig ist, aber dass das mit Zeitverzug erst wirksam wird bei den Gerichten und es deshalb jetzt vor allem eine technische Absicherung an den Justizgebäuden braucht. Ja, was bleibt? Die Erkenntnis, dass egal, was wir hier vortragen, was wir machen, Sie uns nicht mögen, Sie nicht damit klarkommen, dass es rechts der Union jetzt noch eine Kraft gibt. Für uns der Ansporn, noch besser zu werden, der Ansatz, dass wir nächstes Jahr frei aufspielen können, denn wir sind gekommen, um zu bleiben. Und bei allem Ärger und allem Verdruss, den das so gibt, wünsche ich Ihnen trotzdem eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins Jahr 2019.